So, Freunde, wir reagieren heute auf Shorts. Bleibt auf jeden Fall das ganze Video dran, damit ihr nichts verpassen könnt. Lasst vielleicht auch mal ein Abo oder ein Like da, falls ihr noch einen übrig habt. Und wir fangen direkt an mit Lehrer besucht Schüler von Laschak. Du hast Besuch von deinem Mathelehrer. Wie geht es denn meinem Lieblingsschüler? Was machen Sie denn hier? Ich lasse euch dann mal alleine. Oh mein Gott. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Ich habe dir die Hausaufgaben mitgebracht. Sonst noch irgendwas? Und ich habe noch einen kleinen Überraschungstest für dich. Was für Überraschungstest? Gleich gibt's Mittagessen. Ja, war gut. Du wirst das jetzt ausfüllen, ne? Schwester? Ich komme schon. Machen Sie die Tür auf. Das gibt eine 6. Nein. Ach, er ist gerade wach geworden. Oh, es war nur ein Traum. Ich habe dir die Hausaufgaben mitgebracht. Und noch eine andere Kleinigkeit. Boah, Junge, Alter, das wäre ja gruselig. Ja, aber so sind Mathelehrer nun mal, Nonge. Digga, der Typ, ich fass es nicht. Bist du komisch? Finden wir es heraus? Schaust du Filme öfters als zweimal? Bro, wie ich am Anfang gefailt bin. Hä? Das hat er nicht rausgeschnitten. Oh mein Gott. Gute Filme auf jeden Fall. Ich sag nur Star Wars, Freunde. Atmest du durch den Mund? Naja, wenn meine Nase verstopft ist schon, aber wer das normal macht, der ist ja wirklich komisch. Macht das jemand? Redest du mit Tieren? Also, Freunde der Sonne, ich sag's euch so, wie es ist. Die Tiere sind die besten Therapeuten. Singst du unter der Dusche? Also, ich hab halt immer ein Radio an, während ich dusche. Und wenn da gute Songs kommen? Vielleicht. Putzt du deine Zähne vor dem Essen? Früher habe ich das immer gemacht, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr. Das ist voll komisch. Bist du komisch? Bro, was ist das? Ich falle am Anfang einfach direkt hin. Der erste Sprung. Ich hab das nicht geschnitten, ich hab das Video halt so abgeschickt zu meinem Cutter. Aber der hat das vergessen rauszuschneiden. Was ist denn das für eine Kette? Hast du die neu? Ach, die Kette hat mein Freund mir geschenkt zum Geburtstag. Von welcher Marke ist denn? Die kenne ich gar nicht. Die hat er selber gebastelt. Und hinten in der Kette hat er einen AirTag mit eingebaut. Das heißt, er kann 24/7 mich beobachten und weiß, wo ich bin. Er sorgt sich halt um mich. Ein AirTag in deiner Kette drin? Ja, genau. Ja, damit er dich stalken kann natürlich. Nein, so ist er nicht. Falls was ist, weiß er einfach, wo ich bin und dann kann er mich halt retten. Im Notfall. Glaubst du doch wohl selber nicht, oder? Was eigentlich mit deinem Handy passiert? Ist er komplett kaputt? Ach das? Ja, das war Tom. Das ist vorgestern passiert. Ach, ihm ist dein Handy runtergefallen? Naja, so halb. Guck mal, ich hatte eine männliche Siri-Stimme eingestellt auf meinem Handy und das fand er nicht so toll. Er war ein bisschen eifersüchtig. Dann hat er mein Handy genommen und gegen die Wand geworfen. Aber irgendwie auch ein bisschen süß, oder? Bro, also dann lieber raus da, neus. Das ist ja also wirklich, das wäre ja absolut schrecklich. Ey, Bro, lass mal in dieses Darknet reingehen. Nein, Bro, ohne Spaß, das sind echt gefährlich und kranke Sachen. Ach, Bro, chill, das sind doch nur Gerüchte. Sag mal jetzt nicht so eine Bruder, ich weiß echt nicht. Bin schon drin. Oh, Bro, du sollst echt nicht einfach... Psst, hier ist ein Livestream. Junge, schau dir nicht an. Da steht, junger Schwarzer wird von zwei Männern live extrem in den What the fuck, macht das weg? Ja, okay, das ist echt komisch, Digga. Ich mach... Warte mal. Hä, what the fuck? Das sieht ja aus wie mein Zimmer. Wie kann das sein? Ich... Das ist nicht gut und eigentlich auch nicht so lustig oder so. Aber ja, also Darknet ist immer ein bisschen komisch. Aber man darf, glaube ich, reingehen. Das ist nicht illegal. Wunder, wie der Schlaf, du Geringverdiener. Digga, ich hab Pickel. Ich schwöre, das interessiert mich jetzt weniger als deine Schwester. Du Gesichtskrätsche. Wissen Sie was? Sie sind hässlich. Bruder, verpiss dich doch einfach. Passt zum Pfeff. Mann, ey, was ist wirklich der... Oh mein Gott, der Fiebertraum kriegt andere Stimmen, bitte nicht. Und, gefällt dir die Aussicht? Ja, gut, klar. Aber wir sind jetzt nicht extra für 40 Euro hier hochgefahren, nur damit du am Handy hängst, was? Oder? Nein, ich habe mir es natürlich schon angeschaut, aber ich meine, Hochhäuser habe ich halt schon mal gesehen und reicht einmal, oder? Also, ist doch alles gut. Bro, wir sind in New York, das sind nicht irgendwelche Hochhäuser. Jetzt genieß doch mal... Hallo, was ist denn am Handy wichtiger? Nichts, aber... Also, ich meine, ich habe ein Foto gemacht und passt doch alles. Du kannst auch einfach sagen, wenn du keinen Spaß hast. Natürlich habe ich Spaß. Ah ja, komm, das nächste Mal fliege ich einfach alleine nach New York. Was? Können wir shoppen gehen? Du kleiner Shoppen gehen in New York ist, glaube ich, echt nicht so smart, weil das alles richtig teuer ist. Bin ich der? Ich weiß nicht. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Ich bin auch nicht so oft am Handy. Er hat das Video am 12. September hochgeladen, nicht am 11. Sonst wäre es knapp gewesen mit New Yorkerischen Hochhäusern. Egal. Dieser Mr. Beast-Teilnehmer kam durch ein Tornado, abgelaufenes Essen und tödliche Spinnen, um der beste Mr. Beast-Teilnehmer jemals zu werden. Mr. Beast versprach dem Abonnenten $500.000, wenn er in einem roten Kreis für 100 Tage überlebt. Sean war motiviert, das Geld für seine Familie zu gewinnen, aber bald kam die Einsamkeit. Jimmy realisierte, dass die Challenge Sean vielleicht depressiv machen würde und plante eine kleine Überraschung für ihn. Nach einem Monat gab Jimmy ihm die bisher härteste Aufgabe. In front of you is $100,000 in cash, and if you get out right now, I'll let you keep it. No. Why? Mr. Beast entschied sich, ihn für seine Entscheidung zu bestrafen und er ließ ihn alleine für den nächsten Monat. Nach weiteren 30 Tagen kam Mr. Beast wieder und versuchte das. Nachdem das auch nicht funktionierte, machte Mr. Beast sein letztes Angebot für $250.000, aber Sean hatte da etwas zu sagen. But I think I'd rather die
then give up. Jimmy hatte keine Wahl und musste seine letzte Waffe ziehen. Gruselige Clowns. Sean war nicht erschrocken und machte weiter. Als der 100. Tag kam, gab Mr. Beast ihm die größte Feier jemals in einem Video. Bro, das ist schon heftig. 100 Tage ist nicht wenig. Würde ich das schaffen? Ja, easy. Wirklich. Also, gut, am Anfang easy, aber wenn dann das Haus zerteilt wird, wird es vielleicht ein bisschen blöder so. Aber trotzdem, Bro, ich würde es genießen. 100 Tage, ein bisschen Chillomillo. Und du kriegst dafür eine Mille? Easy. Junge Marie, dein Tattoo ist so geil. Danke. Nimm's mir nicht übel, aber ich weiß, was ich heute Abend noch machen muss. Dann tu mir zumindest einen Gefallen und denk dabei an mich. Solange du mir deine Erlaubnis dafür gibst, werde ich das tun. Das ging schnell. Ja, leck mich mal, denn. Thomas. Alter Vater. Das leck mich meinte ich übrigens wortwörtlich. Das war das Heißeste, was hier irgendein Typ zu uns sagt. Wer ist Thomas? Ich warte. Was sagst du dazu? Wer ist Thomas? Applaus für diesen Mann, Junge, das ging noch nie so schnell. Wer ist Thomas? Ich versteh's nicht. Wer ist Thomas? Hä? Also mit was weint sie Thomas? Hä? Auf Lock. Nice, pasch. Monopoly ist eigentlich ein cooles Spiel. Wie weißt du immer sofort, auf welchem Feld du landest? Ist doch easy, das sieht man doch sofort. Und ich bin ja auch keine 3, dass ich jedes Feld einzeln abzählen muss. Ja, stimmt. Also, du bist dran. Das ist wirklich easy. Es sind immer 10 Felder pro Dings. 10, 10, 10, 10. 8 Felder. Was willst du von mir? Stress mich doch nicht so. Ich gehe mit meiner Figur los, wann ich will. Ach so, auf die Parkstraße. Ich meinte, dass du sofort loskommst. Oh. Hä? Okay. Mit 8 Feldern? Ah ja, stimmt. Ups. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach nee, doch nicht. 8? Oh. Hab ich doch gesagt. Jetzt hab ich mich verzählt. Mit 8 landest du doch auf meiner Schlossallee. Das macht dann 40.000 an mich. Ja, weg damit. Postallee, boah, ist böse. Nee, hä? Postallee? Heißt die Postallee? Bin ich dumm? Parkstraße und Postallee. Oder? Entschuldigung, du solltest deine Musiklautstärke senken. Was? Du solltest deine Musik leiser machen. Digga, nerv doch nicht. Du siehst doch, ich bin gerade voll im Vibe und genieße meine Musik. Einstellungen. Aufgrund deiner Kopfhörernutzung in den letzten 7 Tagen wurde dein Geräuschbelastungslimit überschritten. Du solltest deine Musiklautstärke senken. Wer? Du. Nein, ich werde gefragt und jetzt halt's Maul. Und lass dich meine Musik genießen. Achtung, das könnte dein Gehör wirklich schaden. Ich mach ein bisschen leiser. Stopp! Du machst gar nichts. Jeden Tag ich chill. Du nervst mich. Einstellung. Ja, was? Schau dir mal aus. Ja, wird gemacht. Was? Nein. Ich bin ein Teil von dir. Du kannst doch nicht einfach... Komm her. Okay, ich geh ja schon. Endlich. Wieso gehört der Müll überhaupt zu mir? Was du sagst? Wieso gehört der Müll überhaupt zu mir? Hä? Kannst du ein bisschen lauter reden? Junge, ist der taub? Was? Nichts. Ich hab gesagt, wieso gehört der Müll überhaupt zu mir? Ich kann dich irgendwie schlecht hören. Du redest zu leise. Das kommt davon, weil deine Kopfhörernutzung in den letzten 7... Okay, hab ich... Gibt's sowas? Habt ihr sowas? Ich hab sowas noch nie bekommen. Kopfhörer zu laut. Sind bei mir vermutlich immer zu laut. Mr. Beast zahlt seiner Putzkraft über 1 Million Euro im Jahr. Du denkst vielleicht, er gewann irgendeine Challenge, aber das könnte nicht mehr falsch sein. 2018 stellte Mr. Beast diesen Putzmann ein, der das ganze Chaos von den Videos sauber machen sollte. Der Putzmann war sehr schüchtern und hatte Angst, zu Mr. Beast selber zu reden. Aber da er immer bei dem Team dabei war, durfte er plötzlich an einer Challenge von Mr. Beast teilnehmen und die Leute liebten ihn. Die Kommentare fragten immer, ob der Putzmann in mehr Videos sein könnte und letztlich wurde er ein Mitglied der Mr. Beast Crew. Also, wer ist es? Sein Name ist Chandler und abonniere, wenn du für Mr. Beast arbeitest. Nein, was? Never. Chandler war die Putzkraft von Mr. Beast? Boah, das wusste ich ja selber nicht. 3, 2, 1. Thank you for the happiest year of my... Was machst du da? Es ist nicht das, nach was es aussieht. Machst du den Trend, wo Leute um 0 Uhr vom Flugmodus wechseln, um zu zeigen, keiner meldet sich, damit alle kommentieren und du so Kommentare klickst, reierst durch Mitleid? Nein. Also gibt es auch keine Auflösung in deiner Insta-Story? Nein. Merkst du selber, ne? Ich wusste, sie denken an mich. Wer ist es wohl? Meine Mama? Es ist das Finanzamt. Es ist Team Snapchat. Es ist Team Snapchat. Also, ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, bei mir wird das auch nicht passieren, glaube ich. Was ist das älteste Monster in Minecraft? Der Zombie. Es ist der Zombie. Okay, da gehe ich jetzt weg. Ich scroll dann einfach jetzt weiter, oder?
Das war's. Gut, dann war's das anscheinend. Oh Junge, gib mir Pulli zurück! Geschwisterliebe. Aber was heißt das? Dass man seine Geschwister liebt. Nein! Und Partnerliebe ist keine Liebe. Ich liebe dich, Girlfriend. Ich liebe Halle dich, Liebe ist aber wahre Liebe. Geschwisterliebe ist wahre Liebe. Ich liebe dich, Schwester. Halt's mal los. Ja, das ist es! Liebe ist nicht gleich Liebe. Geschwisterliebe heißt Krieg. Ein Krieg um Ehre. Krieg ums Überleben. Aber Einzelkinder, ihr habt Glück. Oh mein Gott, ich hab Glück? Emily, die älteste Bitch. Thomas, das mittlere Opfer. Und Johnny, das der jüngste Bro, ich hatte mein erstes Handy mit 17 und Johnny kam schon mit dem iPhone 14 aus seiner Mutter raus. Moin, meine Eltern wissen nicht mal, wie ich heiße, aber dafür habe ich meine Ruhe. Hi, ich bin Johnny, ich fühle mich richtig krass und ich krieg alles, was ich will. Junge, was kostet mir meine Pullis? Warum kann sie meine Sachen anziehen, aber ich nicht ihre? Ihr, genau deswegen. Meine letzte Süßigkeit, ich muss dich verstecken. So. Ich sag das Mama. Sag doch. Mama! Okay, warte. Hi. Doch, Junge, mach keine Scheiße. Bring mir das, was ich will. Oder ich sag Mama, dass du rauchst. Okay, okay, hier, Junge. Warte mal, ich rauch doch gar nicht. Der hat mich trotzdem verpetzt, der kleine Hure. Nein, du darfst nicht mit meinem iPad spielen. Doch, sonst. Sonst. Wo ist mein Mascara? Junge, wo ist mein Tisch? Wo sind meine Haare? Junge, wo ist die Tür? Aber eigentlich lieben wir uns trotzdem. Ich hasse euch. Doch, weißt du was? Scheiß auf Geschwisterliebe. Ja, also meine Schwester wollte meinen Mini-Paluten abzwecken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich auch mal fuchsig, ne? Nein, doch, wollte sie, aber eigentlich sind wir relativ gut. Doch, früher war es ein bisschen stressig, aber mittlerweile sind wir ganz locker. Ja, bis auf, dass sie meinen Mini-Paluten nehmen. Lust auf noch eine Runde? Ja klar, let's go. Oh nein. Was ist? Mein WLAN geht in 5 Minuten aus. Aber wir sind gerade in eine neue Runde rein. Ich weiß, das ist halt diese Kindersicherung von meiner Mom. Unser Rank steht auf dem Spiel. Ich regel das. Was meinst du? Was passiert mit meinem PC? So, ich habe die Kindersicherung für immer entfernt. Oha, danke. Dann können wir jetzt so viel zocken, wie wir... Hallo? Strom meine weg. Mom hat einfach den Stecker gezogen. Digga, ist das ehrenlos. Oh mein Gott, das ist deine neue, nicht deine Ex. Der Ex und deinem Freund versucht, dich runterzumachen. Ich hätte dir wirklich mehr zugetraut. Oh, gefall ich dir etwa nicht? Oh, kannst du dich bitte umdrehen? Das ist witzig, weil der Vater hat letzte Nacht genau dasselbe gesagt. Muss in der Familie liegen. Also bisher habe ich noch kein Problem mit dir. Wenn du möchtest, können wir das aber gerne ganz schnell ändern. Das ist ja richtig dumm. Hä? Hä? Guten Morgen, Sonnenschein. Wo bin ich? Bei mir. Ich habe dich gestern nach Hause getragen. Ach so. Oh, das tut meine Hand so weh. Du wiegst 88 Kilo. Ich habe dich vielleicht 2-3 Mal fallen lassen. Du Arsch. Wo sind eigentlich alle an? Oh mein Gott, Kevin? Ja, ich glaube, Kevin ist kaputt. Der sitzt seit ein paar Stunden. Oh, scheiße. Wo ist eigentlich mein Handy? Ah, stimmt. Das hast du da einfach auf Toilette liegen lassen. Auf der Toilette, ey. Oh nein. Was ist passiert? Ich habe gestern um 4 Uhr morgens 8 Frauen geschrieben, ob die noch wach sind. Ja und? Ich habe das denen nicht einzeln geschrieben. Ich habe einen Gruppenchat gemacht. Aber die haben sich jetzt irgendwie alle zum Kaffee verabredet. Ey, vielleicht werden sie durch dich noch beste Freunde und sind dir am Ende noch dankbar. Könnte echt sein, oder? Junge, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Die werden dich hassen. Ja, danke für die Ermutigung. Wo ist eigentlich Julie? Keine Ahnung. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Als er irgendwie meinte, er kann für eine Stunde lang die Luft anhalten. Scheiße! Scheiße. Naja, die Stunde hat er getoppt. Bro, oh mein Gott, ist das dumm. Alter, ich fass es nicht. Ja, okay, krass. Also, heftig, I guess. Eine Stunde, cool. Oh, wow, ist das B- oder C-Körbchen? Sieht gut aus. Schöne Taille. Was? Aber okay. Ich stehe auch manchmal so im Park rum. Vor einer Woche oder 4 lag ich auf der deutsch-dänischen Grenze herum. In der Hoffnung, Dänemark hätte ja vielleicht Lust, mich zu adoptieren. Immerhin ist es... Warte mal, das ist falsch hier. Immerhin ist es das zweitglücklichste Land der Welt. Was auch immer Sie beruflich merken, wir brauchen's nicht. Nichts ist passiert. Also habe ich meinen 1,92 Meter Kohlrabi-Körper mit einer kleinen Plankton-Figur ausgetauscht, ein Top-Down-Foto geschossen, nachträglich nochmal ausgedruckt und in kleine Bilderrahmen gestopft, die ich bereits vor Monaten irgendwo auf der Straße aufgesammelt habe. Wenn du eine dieser Knödel hier haben möchtest, dann schreib mir mal in die Kommentare, für was du heute so dankbar bist. Das Wetter? Ein freundliches Hallo von Manfred. Hallo! Ich hätte auch sagen können, mach mir den Round Grip in den Kommentaren. Find das erste aber ein bisschen besser. Kommentareinsendeschluss ist Donnerstag, der 13. Danach gehen die... Das ist ja schon längst vorbei. Das ist voll das alte Short. Schade. I just turned my bed into a swimming pool. Let me explain. I've always wanted an indoor pool, but my girlfriend is scared it'll break. Also er hat sein Bett in einen Pool getauscht, für die Leute, die kein Englisch können, richtig. Und ich weiß auch nicht, wieso. Ach so. Und der will die jetzt pranken, anscheinend. Also, jetzt zeigt er, wie er das halt gemacht hat. Ich check sowas nicht, ich kann sowas nicht. Ich bin handwerklich nicht schlecht vielleicht, aber irgendwie viel zu faul, glaube ich, wieder. Ich würde es vielleicht hinkriegen, aber... Doch, ich habe schon ein bisschen Handwerkerfahrung, aber nur ein bisschen, nicht viel. Aber es ist trotzdem krass, finde ich, sowas zu machen.
in my new personal swimming pool, it was time to put it to the test. So I der macht jetzt so auf Lock. And told my girlfriend to come into the room. To see if she notices it's there, go watch the full wir video. Wir müssten das ganze Video schauen, machen wir nicht, weil wir lassen uns nicht so einfach übers Ohr hauen, ne? Dad, kann ich Musik machen? Klar kannst du machen, aber mach was ich auch kenne. Ah, Dad, das Lied kennst du safe. Oh shit. Wieso bewegst du dich nicht? Du dumme Huren. Warum check ich das nicht? Ist es so ein Ding, dass man sich da nicht bewegen darf oder eine Challenge oder so? Die nächsten Wochen rund um Minecraft dürften wieder extrem spannend werden, denn auch dieses Jahr steht erneut eine riesen Minecraft-Live-Show an. Dort wird uns nicht nur das 1.21-Update vorgestellt, es findet natürlich auch wieder ein großes Community-Mob-Voting statt. Wir werden wieder zwischen drei Mobs bestimmen können, welcher Teil des nächsten Updates wird. Während es letztes Jahr mit Sniffer, Ruskal und Tough Golem eher passive Mobs waren, könnten es dieses Jahr vielleicht wieder feindliche oder vielleicht sogar Boss-Mobs sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch da so wünschen würdet. Ich für meinen Teil wäre natürlich für einen Schleimbegleiter. I mean, so einen hüpfenden, süßen Freund braucht auch jeder in seiner Nähe. Den hier kriegt man übrigens gratis auf dem Landania.net-Server mit dem Befehl Schleimi. Oh, er hat auch einen Landania, Kooperation. Krass. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas mit dem End wiederkommt. Also kein Boss, aber irgendein Mob im End, dass das End vielleicht noch ein bisschen interessanter macht. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und halt irgendein Monster vielleicht noch irgendwo in den Caves, also ganz weit unten, das nicht stark ist, aber das nochmal irgendwas Besonderes hat. Und vielleicht noch irgendwas weit oben in der Luft, das wäre auch cool. Ja, by the way, vielleicht mache ich bald meinen kleinen Mini-Tordi, weil er hat so ein Slime, ne, so ein Kuscheltier, so einen mäßig Paluten, nur in Slime halt, nur den Kopf so. Und ich mache vielleicht einen Mini- oder kleinen Tordi. Kennt mich der Akinator? Das werden wir heute herausfinden. Ja. Ist deine Figur männlich? Ja. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Ja. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Nee. Macht deine Figur... Nee, eigentlich nicht. Wirklich? Hat deine Figur eigene Lieder herausgebracht? Ja. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Ja. Hat der Name deiner Figur drei Buchstaben? Eher wahrscheinlich. Schminkt sich deine Figur viel? Nee. Also Max halt, ne? Max und Fancy, deswegen wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Hat deine Figur asiatische Wurzeln? Nee. Lebt deine Figur in Bielefeld? Nee. Ist deine Figur Ausländer? Nee. Besitzt deine Figur einen Hund? Nee. Hat deine Figur was mit Bällen zu tun? Nein. Trägt deine Figur Nagellack? Nein. Hat deine Musik etwas mit Musik zu tun? Ja, geht so. Es ist Levin Ray. Ich habe mit ihm mal damals sehr viel, waren wir im Discord immer. Warum habe ich eigentlich mit ihm keinen Kontakt mehr gehabt? Weil er war echt nett, ich fand ihn echt cool, ja. Hi, hi. Sollen wir spielen? Ja, lass Mutter-Vater-Kind spielen. Okay, ich bin dein Vater und ich deine Mutter. Ich habe mir die Hose gekackt. Oh, Junge, ich hasse Kinder. Ey, Bro. Junge, was geht ab, Muruk? Digga, was? Nicht ja bei dir. Boah, Bruder, hast du Lisa aus der Fingerpuppe gesehen? Boah, Bruder, was ein Gerät. Hä? Die haben mehr Bart als ich. Bruder, du weißt nicht. Was? Bruder, die haben mir Pampers geliehen, Wanda. Guck. Boah! Yeah. Wifi-Material, Alter. Aber komm, Bro, ich hab mich mit Eiser auf Rutze getroffen. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ich check's nicht. Es kann sein, aber eigentlich nicht, oder? Ich mach dann jetzt mal Feierabend. Oh, aber es ist doch erst 18 Uhr. Ja? Um 18 Uhr ist auch Feierabend. Ich meine, was soll denn schon passieren, wenn ich heute pünktlich gehe? Stau auf der A7 wegen eines umgekippten Lasters. Rechnet hier definitiv mit 40 Minuten länger. Grüße gehen raus an Peter, der ja heute unbedingt pünktlich Feierabend machen musste. Digga, was? Verdammt, die Bremse war ja links. Wie schmeckt dir dein pünktlicher Feierabend? Hey Schatz, nein, heute nicht. Ich hab gehört, du hast heute pünktlich Feierabend gemacht. Junge, von wem hast du das überhaupt gehört? Ich hab halt keinen Feierabend. Aber ja, keine Ahnung. Als manche Jobs kann man halt schon Feierabend machen und das würde ich auch direkt dann machen, wenn ich's hab. Aber als Arzt oder so ist halt schwierig. Wohin fahren wir in den Urlaub? Malle. Nicht schon wieder. Ist so. Nur weil sie dich aus dem Bierkönig rausgeworfen haben. Junge, das war nicht meine Schuld. Ich will nach Mykonos. Das kann ich mir nicht leisten. Wie viel kann denn jeder für eine Woche bezahlen? Maximum. 900 Euro. 5000 Euro? 60 Euro. Wie soll das denn funktionieren? Draußen zelten und mit Flixbus. Ich fahr doch nicht Flixbus. Dann bin ich raus. Ist mir jetzt schon zu anstrengend mit euch. Macht ohne mich. Wieso ist er jetzt gequittet? Mach ihn mal wieder rein. Du bist Admin, du Idiot. Ach so. Hier, er ist wieder drin. Ich bin all-inclusive am Strand in Griechenland. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt, selber schuld. Dein Papa bezahlt deinen Urlaub. Du bist arbeitslos. Kreative Selbstfindungsphase. Find erstmal deinen kleinen Jana. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Schau mal den Link. 5 Tage Gran Canaria, Flug und Hotel, all-inclusive. Safe, lass machen. Über meiner Schmerzensgrenze, aber okay. 200 Euro Flug und Hotel, das kann kein gutes Hotel sein. Dann schlag doch mal was Besseres vor. Ich bin der Einzige, der hier sucht. Ich kann nicht schauen, ich bin gerade auf Arbeit. Lass doch einfach morgen bei Judy treffen und zusammen planen. Dann planen wir zusammen morgen bei mir. Machen wir so. Okay.
7000 Nachrichten. Ja, also, ey, wir planen gerade auch, also so halb, keine Ahnung, so ein paar Kollegos und ein Freund und ein Kollege von mir. Ja, und wir wollen auch zusammen mal in den Norden fahren. Aber es ist, also, wir wollten erst in die Stadt, dann in die und dann ist es echt ein bisschen durcheinander, ist es lustig. Chef? Bro, ist das schlechter Humor und warum fand ich das so lustig? Aber dieses Chef? Unsere Generation wird immer trauriger. Unter einem Video, in dem erklärt wird, dass eine Schule ihre Treppen in Regenbogenfarben gestrichen hat und anschließend von wem anders die Treppe umgestrichen wurde in die Farben der Reichsflagge, sind die Top-Kommentare: Haha, fühle ich, Digga. Ja, richtig und wichtig. Das könnte ich sein, haha. Was ist eigentlich falsch mit euch? Aber was wirklich? Sein muss, eine Schultreppe in Regenbogenfarben zu streichen, ist mir egal. Es geht mir darum, dass ihr ein Symbol befürwortet, was teilweise Flagge des Dritten Reiches war. Einige werden sagen: Ja, Humor. Ich bin selber ein sehr humorvoller Mensch. Und ich weiß, jeder setzt seine Grenzen irgendwie anders. Aber das ist kein Humor, sondern ein Zeichen, was Rassismus befürwortet. Und ihr seid so dumm und schreibt öffentlich, zwar mit einem Deckmantel, aber öffentlich, ja, ich befürworte Rassismus. Einfach. Das ist schon traurig. Ich sag so, wie es ist. Finde ich cool, dass Noel darüber ein Video macht. Perfekt. Das Scheiß in dein Auto während der Fahrt, Bruder. Warte mal. Stegi, bist du gerade AFK? Du bist so ein Wichser. Wie, Alter, wieso? Geil, Alter, ist das strong. Darum hören immer mehr TikToker auf. Immer wenn TikTok Updates macht, kommt es bei einigen Creatern zu Algorithmusproblemen. Videos werden nicht mehr der breiten Masse ausgespielt und erst Wochen später wird das Problem behoben. Dann sind auch wieder Leute wie Finne, Mamiversum, Mandre, Theo, ich und viele weitere betroffen. So verlieren Creator den Spaß an der Plattform, wenn nur noch wenig Leute die coolen Videos sehen. Deshalb die Bitte an euch, unterstützt eure Lieblingscreator. Halt die Videos, kommentiert vielleicht irgendwas Nettes und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass jeder wieder die Videos sehen kann. Kuss. Ja, also bei mir ist auch momentan ein bisschen komisch auf TikTok. Ich schaue nicht viel auf TikTok, muss ich ganz ehrlich sagen, aber momentan sieht es auch irgendwie ein bisschen weird aus, weil ich actually halt nie über die 100k komme mehr in den letzten 7 Videos, aber gut, so, ich mache eher YouTube so, ich bin auch mehr YouTube-Shorts-Typ, keine Ahnung, deswegen interessiert es mich jetzt auch nicht so groß. Ich habe es erkannt in dem Video, dass das nicht ein ernsthafter Call war. Das ist ja alles cool, lustige Videos und so. Basti GG hat mir geantwortet. Doch fangen wir von vorne an. Nach meinen letzten beiden Videos habe ich mich dazu entschlossen, Basti nochmal zu fragen, ob er mich kennt. Und er antwortete: Ich habe es erkannt in dem Video, dass das nicht ein ernsthafter Call war. Das ist ja alles cool, lustige Videos und so. Bro, ist das geil. Ja, das ist mein Cutter, ne? Und der hat jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Er hat, Opa Rico hat halt immer so Videos gemacht, wo er gesagt hat: Yo, ich versuche Basti GG zu kontaktieren. Und das war halt immer ein Joke so. Und dann haben so viele in seinem Chat, in Bastis Chat, aber gefragt, ist es ein Joke gewesen oder hat er das geschafft oder ruf ihn mal an oder sowas. Und das hat Basti dann halt ein bisschen genervt.